Ja, moin und willkommen zu Folge Nummer 5. Gestern gab es leider keine Folge. Ich würde sagen, dafür nehmen wir uns einfach mal die Zeit und machen heute mal eine längere Folge. Vielleicht schaffen wir es auch bis zum Ende, ich weiß es noch nicht genau. Aber wir schauen einfach mal rein, wie es jetzt weitergeht. Ne? Ist ja jetzt hier Ausnahmezustand aktuell. So, machen wir mal auf. So, steckt, drehen, ruf. Ab nach Narnia! Juhu! Das sieht nicht nach Narnia aus. Du darfst nicht hier sein. Wecken Sie sie, lassen Sie Toby sie braucht in Ruhe. Ihre Behandlung. Erklären Sie das. Erklären Sie das, ja. Bitte, leg die Waffe weg. Was machen Sie da? Sie suchen nach dir. Sie haben die Leiche gefunden. Ich glaube, dir geht es nicht gut. Abweisen, fordern. Lass mich dir helfen. Bitte. Verschwinden Sie. Wir müssen sie wecken. Du musst die Schläuche rausziehen. Tu bitte was! Oh Mann, was haben wir denn hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, kannst du laufen? Gott sei Dank. Geht's dir gut? War dem besser. Schaff sie weg, Green. Ich muss gehen, Hannah. Ja, schaff sie erstmal weg. Sag mal, Alter! Oh. Schaff sie von hier fort. Wir haben noch was zu klären. Hitman! Good morning! Erica? Mr. Proper? Was ist passiert? Ich bin's. Bitte. Leg die Waffe weg. Was immer auch passiert sein mag, wir können das gerade biegen, okay? Versprochen. Medaillon, Verschwörung. Rede mit mir. Verschwörung? Was machen Sie hier? Was verbergen Sie hier? Das ist deine Klinik. Und mehr nicht. Aber hier unten nicht so aus. Das ergibt doch keinen Sinn.
musst dich beruhigen. Du machst mir Angst. Ich denke, dass du krank bist. Frauen lügen, Mutter, Experimente, Rituale. Experimente. Sie haben diese Frauen entführt. Für ihre Experimente. Es sind keine Experimente, es sind Behandlungen. Diese Frauen sind krank. Wir kümmern uns um sie und behandeln sie. Ich will auch dir helfen. Du bist gefährlich. Gefährlicher, als du glaubst. Trau dem Ganzen auch nicht. Lügen, Träume, Spiegel, Christy. Lügen. Nein, ich glaube ihnen nicht. Ich glaube ihnen kein einziges Wort. Du musst mir auch nicht glauben. Du bist hier mit deiner Waffe eingedrungen. Du zielst mit dem Ding direkt auf mich und erwägst sogar Mord. Ich denke nicht, dass du zum ersten Mal so fühlst. Ich denke, dass du Hilfe brauchst. Mein Gott, was hast du getan? Ich bin keine Mörderin, ich war. Green, meine Mutter lebt. Oh, so viel. Meine Mutter lebt noch. Reiß dich jetzt bitte zusammen. Deine Fantasie geht mit dir durch. Wenn du dich daran klammerst, verlierst du dich für immer. Bitte. Waffe nieder. Mia Green ist tot, Erica. Töten, Waffe senken. Nein, ich will beides eigentlich nicht. Ich will antworten. Ich will ihn nicht töten. Waffe senken. Ja, wir haben nur diese zwei Optionen. Nein, ich will ihn nicht töten. Aber ich will mich auch nicht... Schwierig. Schwierig. Ist schon gut. War das richtig? Vertrau mir, ich kümmere mich um dich. Vertrauen ablehnen. Nee. Ich kann dich wieder in Ordnung bringen. So schnell nicht. Ich kann dir helfen. Nein. Alles wird gut werden, mein Engel. Du bist zu Hause. Oh nein. Oh nein. Hätten wir ihn killen sollen? Erica, kannst du mich hören? Muss ich schon Sieh, aufstehen? Erica, es ist hier. Es ist direkt vor dir. Siehst du? Es ist magisch. Ich glaube, dass du auch magisch bist. Ich glaube, dass sie jetzt voll durch ist. Gefesselt und ruhig gestellt. Patientin oder Gefangene. Heimgesucht von vergessenen Geistern. Erica muss verharren. Ja, also es war nicht das Ende, was ich wollte. Wir haben jetzt nicht wirklich Antworten bekommen, ne? Vielleicht hätten wir ihn abknallen sollen, ich weiß nicht genau. Aber naja, vielleicht spielen wir das Spiel ja nochmal. Mit anderen Entscheidungen. Gut, da wollte ich heute eine extra lange Folge machen, dann war schon das Ende vorherzusehen, so, ne? Nachdem wir das ein paar Minuten gespielt haben. Jetzt kriegen wir hier eine Trophäe nach der anderen. Gefangene, ja. Ja, wir sind sehr ruhig gestellt, das stimmt. Wir wurden ruhig gestellt und ich gehe mal davon aus, dass wir das auch bleiben werden. Ja, ansonsten sehr geiles Spiel mit echten Schauspielern.
Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß, ich kenne den noch damals von der PlayStation 1, das Spiel Akte X. Da konntest du ja auch so Entscheidungen treffen und hast ja nicht gesehen, vom Prinzip her genauso wie das hier, auch mit echten Schauspielern und so weiter. Und deine Entscheidungen hatten auch Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Das war schon echt cool. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben nicht richtig entschieden, weil, ja, Erika wurde jetzt einfach ruhig gestellt. Aber wie gesagt, vielleicht spielen wir nochmal das Spiel nochmal durch mit anderen Entscheidungen und mal gucken, was für ein Ende wir dann bekommen. Ja. Verlassen, neue Geschichte, Einstellung. Wir schauen mal. Ich lasse es auf jeden Fall drauf, das Spiel. Auf jeden Fall sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt müssen wir uns ja ein neues Spiel überlegen. Beziehungsweise ich habe natürlich schon eins im Hinterkopf. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch einschalten würdet. Aber bis dahin, viel Spaß, macht's gut, ciao, ciao.